Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video jetzt etwas zu Rechenoperationen in der Programmiersprache Python sagen. Und da hätten wir gleich zu Beginn eine einfache Rechenoperation, das ist die Addition. Die Addition, das heißt, wir möchten zwei Zahlen addieren. Das können wir hier mit diesen konkreten Zahlen 5 und 1 machen oder auch mit Variablen, die wir vielleicht festlegen, mit vielleicht einem a gleich 4 und b gleich 3. Dann können wir vielleicht noch eine Variable 2 ausrechnen, die sich aus a plus b ergibt. Und wir können diese Variable 2 dann auch noch ausgeben zum Vergleich, was dabei passiert. Wir starten unser Programm und wie wir das erwarten würden, bei der ersten Operation 5 plus 1 erhalten wir 6 als Ergebnis und bei der zweiten Operation a plus b wird eingesetzt 4 und 3. 4 plus 3 ist gleich 7. Dementsprechend wird 7 hier ausgegeben, weil wir die Variable var 2 dann auch mit dem Print auf der Kommandozeile ausgegeben haben. Die Addition kann man auch für Zeichenketten anwenden. Und das würde dann beispielsweise so aussehen, dass wir verschiedene einzelne Zeichenketten oder auch Variablen, die Zeichenketten beinhalten, addieren können. Jetzt ist die Addition natürlich nicht numerisch möglich, sondern sie ist in dem Sinne möglich, dass man die Zeichenketten aneinander fügt und eine größere Zeichenkette dadurch erhält. Wir probieren das wieder aus, indem wir den Programmcode ablaufen lassen. Und wir sehen hier am Ende wird uns die Begrüßung ausgegeben, die sich jetzt zusammengesetzt hat aus diesem großgeschriebenen H, diesem I und dem Ausrufezeichen. Und wir könnten jetzt natürlich auch längere Zeichenketten aneinanderfügen, beispielsweise in dieser Art. Wir probieren das wieder aus, indem wir es ausführen. Und dann sehen Sie, es wird eine größere Zeichenkette entstehen, einfach aus der Zusammensetzung der kürzeren Zeichenketten. Die nächste Operation, die ich Ihnen hier zeigen möchte, ist die Subtraktion. Ziehen Zahlen voneinander ab. Und da haben wir hier das kleine Beispiel 26 minus 4. Wir lassen uns auch wieder den Wert der Variablen ausgeben. Und das probieren wir aus und sehen, dass 26 minus 4 natürlich die Zahl 22 ergibt. Jetzt habe ich hier in meinem Beispielprogramm den Variablennamen var wiederverwendet. Sie sehen, vorher war der Wert 6 und jetzt ist der Wert 22, das heißt, an dieser Stelle, wo wir eine neue Zuweisung machen, mit dieser Zeichenkombination var ist gleich, machen wir eine neue Zuweisung und wir überschreiben dann den alten Wert. Das heißt, 26 minus 4, 22, wird in diese Speicherstelle, die mit var gekennzeichnet ist, geschrieben und dann steht der neue Wert drin. Das ist zu beachten, insbesondere hier bei diesem kleinen Beispielprogramm und auch bei Programmen, die Sie später vielleicht entwickeln und wenn Sie Variablennamen mehrfach benutzen. Dann verschwinden die alten Werte und die neuen werden hineingesetzt. Eine weitere einfache Operation ist die Multiplikation. Die Multiplikation ist beispielsweise für Zahlen möglich. Hier verwenden wir jetzt wieder unsere Variable var. Noch einmal und wir lassen uns das zum Test einfach ausführen. 5 mal 5 ist 25. Das ist hier das Letzte, was in der Kommandozeile ausgegeben wird, diese 25. Und damit haben wir die Multiplikation durchgeführt. Auch wieder bei dieser Multiplikation, wir können natürlich, so wie ganz oben, auch wieder Variablen benutzen, also a plus b. Wir könnten das vielleicht auch noch einmal hier zeigen. A mal b wäre das jetzt hier an dieser Stelle, um die Multiplikation zu zeigen. Und wir geben die Variable var 2 nochmal dazu aus. Dann sehen wir, dass a mal b, also 3 mal 4, ausgerechnet wird. Und das ergibt natürlich 12. Jetzt können wir überlegen, ob vielleicht die Multiplikation oder auch die Subtraktion für die Arbeit mit Zeichenketten definiert ist. Da können wir vielleicht nochmal die Subtraktion für die Zeichenketten ausprobieren. Also wir schreiben mal eine Subtraktion
in dieser Art, dass wir sagen, wir subtrahieren von dem Hallo eine 2 und wir lassen uns dann das Ergebnis ausgeben. Was kommt dabei raus? Es kommt in diesem Fall ein Fehler raus. Ja. Diese Operation, eine Zeichenkette als Ausgangswert und eine ganze Zahl davon subtrahieren, ist nicht definiert. Das ist also nicht zulässig und das können wir in Python nicht ausführen. Wir können aber eine andere Operation ausführen, die vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheint, die aber in Python sehr wohl definiert ist und man kann damit auch besondere Dinge erreichen. Wie Sie hier sehen, wird hier dieser Variablen String zunächst mal diese Zeichenkette gegeben und dann wird mit 2 multipliziert. Und das Ergebnis lassen wir uns ausgeben. Wir schauen mal, was passiert. Die fehlerhafte Operation löschen wir zuvor raus und wir führen aus, was passiert. Es wird diese Begrüßung einfach mit 2 multipliziert, indem diese Zeichenkette zweimal aneinandergefügt wird. Ja. Damit könnten wir also relativ schnell die Zeichenkette kopieren. Also wenn wir sie 10-mal aufgeschrieben haben wollten, dann könnten wir das durch die Multiplikation mit 10 erreichen. Dann folgt als nächstes die Division, die wir auch durchführen können, wo wir zunächst einmal 2 Zahlen dividieren. Wir dividieren 3 durch 2 und wir lassen uns das Ergebnis wieder ausgeben. 3 geteilt durch 2 ist 1,5 und das ist eine Fließkommazahl, eine Zahl mit Nachkommastellen. Wir sehen, dass die 1,5 hier korrekt ausgegeben wird. Wir können jetzt auch diese 1,5 noch einmal weiter teilen, indem wir beispielsweise uns eine zweite Operation überlegen. War 1 geteilt durch 2 und wir lassen uns wieder var 2 ausgeben. Und dann haben wir jetzt wieder eine Fließkommazahl 0,75. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass wir zunächst mal eine ganze Zahl als Divisor angegeben haben. Also wir teilen durch 2. Wir als Mensch, für uns ist das nicht weiter kompliziert. Wir sehen, dass wir durch 2 teilen und dann zu 0,75 kommen. Für den Rechner ist das zunächst mal eine ganze Zahl und er hat in der ersten Zahl, im Dividenden, eine Fließkommazahl. Und das passt zunächst einmal nicht zur ganzen Zahl, aber hier wird eine Typumwandlung stattfinden. Es wird also in eine Fließkommazahl umgewandelt und dann für die Division werden 2 Fließkommazahlen dividiert. Das heißt, war 1 als Fließkommazahl, die 2 als Fließkommazahl und dann dividiert man sozusagen 1,5 durch 2,0. Das ist die Abbildung im Rechner. Das kommt dann zu dem Ergebnis 0,75. Das ist jetzt hier in diesem Beispiel kein großes Problem, aber es kann in anderen Situationen vielleicht problematisch sein, dort wo man auf die Datentypen achten muss. Bei der Division könnte es sein, dass bei der ganzzahligen Division ein Rest entsteht. Bei der Division 3 durch 2, wenn wir die ganzzahlig durchführen würden, dann würde der Rest 1 bleiben. Und diesen Rest können wir auch ermitteln mit der sogenannten Modulo-Operation. Die Modulo-Operation wird durch das Prozentzeichen gekennzeichnet. Das heißt, 13 modulo 5 würde im Rechner so vonstatten gehen, dass eine Zerlegung der 13 passiert. Also die 13 ist gleich 5 plus 5. Und dann noch eine 3 hinzugezählt. Und Sie sehen, dass jetzt bei einer Division 13 ganzzahlig dividiert durch 5, die 5 zweimal hineinpassen würde in die 13. Die ganzzahlige Division hätte also zum Ergebnis bei 13 durch 5 2. Und dann bleibt ein Rest von 3. Und mit dieser Operation Modulo können wir nach genau diesem Rest fragen.
Wir fragen also nicht nach dem Quotienten, sondern wir fragen nach dem Rest der ganzzahligen Division. Und das lassen wir uns hier mal ausgeben. Wir prüfen also, ob hier tatsächlich eine 3 ausgegeben wird als Ergebnis für diese Moduloperation. Sie sehen, das Ergebnis ist eine 3. 13 modulo 5 ergibt 3, weil wir nicht nach dem Divisionsergebnis, sondern nur nach dem Rest fragen. Und wir können jetzt vielleicht noch eine weitere Modulo-Operation anschließen. Beispielsweise, wenn wir diese erhaltene Variable var 1, diese 3, noch einmal dieser Modulo-Operation unterziehen, 2 mit 2. Und das heißt, wir würden diese 3, die wir erhalten haben, nochmal modulo durch 2 teilen. Und da würde dann der Rest 1 bleiben. Wir probieren das aus und wir sehen, dass die vorletzte Zahl ist diese 3, die als Rest bleibt. Dann machen wir nochmal die Modulo-Operation 2 und der Rest bleibt 1. Also hier noch einmal ein weiteres Beispiel für die Modulo-Operation. Wir können in Python auch mit einer Potenz rechnen. Also beispielsweise einen Exponenten noch mit angeben. Wenn wir das so schreiben, dann bedeutet das im Einzelnen zerlegt, dass wir 2 mal 2 mal 2 schreiben. Und das wird dann in Python vereinfacht ausgedrückt durch 2 Stern Stern 3, bedeutet also 2 hoch 3. Und wenn wir das ausführen, dann erhalten wir das entsprechend erwartete Ergebnis. 2 hoch 3 ist 8, 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8 und damit ist das hier das Potenzieren von 2. Das Potenzieren könnten wir jetzt auch mit variablen Namen statt mit konkreten Zahlen durchführen, beispielsweise auf diese Art. Und wir haben uns vielleicht gemerkt, dass wir in der Variable 1 die 8 drin gespeichert haben. Dann würden wir hier 8 hoch 2 als Rechnung durchführen wollen. Wir speichern das Ergebnis in der Variable 2 und wir probieren aus, was passiert. 8 ist der letzte Wert der Variable 1. Und 8 mal 8 ergibt 64. Also wir können auch Variablennamen entsprechend potenzieren und wir können auch die 2 noch durch eine Variable ersetzen, wenn wir dort eine Variabilität drin haben möchten. So viel erstmal zu Rechenoperationen, zu einfachen Rechenoperationen in der Programmiersprache Python und wie Sie das ausdrücken können mit konkreten Werten oder auch mit Variablen, die Sie in Ihrem Programm verwenden.